Ach man, ich bin immer so voreilig. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß wieder von neu spielen. Warum habe ich keine Geduld? Jetzt muss ich wieder von hier aus. Aber ich will die gar nicht umgehen. Ich will die alle töten. So, jetzt sehe ich hier nicht schießen. Da war hier oben jetzt eben was? Hab ich ein bisschen vergessen. Ja, genau, wir konnten ja hier runterschießen, ne? Genau. Genau, jetzt kommen die hier um die Ecke. Jetzt kommen die von da oben, glaube ich, ne? Suchen und zerstören. Gefunden. Ich sehe gar nicht, von wo aus sie schießen. Wo denn? Ach, siehst du, den habe ich eben gar nicht gesehen, den Rucksack. Oh. Oh, da war da noch mehr. Na gut. Hier gibt's auch nichts Schönes mehr. Hier auch nicht. Hier gibt's was. Das getan. Beeilung! Wir müssen sofort zur Wache!
Ah ja, krass, die hat ja keine Gasmaske und ich auch nicht. Erstiegen wäre eine echte Schande. Ja, krass. Die Puzzlestücke setzen sich zusammen. Und das Bild, das sich daraus ergibt, ist schrecklich und unglaublich. Ich erzähle den anderen davon, kann es aber selbst kaum glauben. Die Roten haben die Oktyabrskaya, eine friedliche Station voller Bewohner, die völlig ahnungslos waren, mit einem unbekannten, tödlichen Virus infiziert. Und dann haben ihre Aufräumtrupps die Station unter dem Vorwand betreten, sie vor der Epidemie zu retten, und jeden eliminiert, den sie konnten. Frauen, Kinder, alte Leute, um zu verhindern, dass die Infektion sich ausbreitet. Und wenn das alles wahr ist, dann könnten Anna und ich auch infiziert sein. Wir wurden nicht getötet, wissen aber nicht, wie lange wir noch überleben werden. Krass, also die Roten sind auf jeden Fall ziemliche Bastarde, würde ich mal sagen. Aber ich meine, ich kann ja nicht sterben, ne? Ich muss ja... Ich habe das Gefühl, dass alles bald zu Ende ist. Wir werden diesen Krieg nicht überleben, Atjan. Niemand wird das. Oh, hallo Anna. Ich fühle mich wieder einsam. Wie damals, als ich ein Mädchen und Vater unterwegs bei einem Einsatz war. Nichts um mich herum. Leer und kalt. Als wäre ich nur ein Funke des Feuers, der davonfliegt und dann verschwunden ist. Es fällt mir schwer, dir diese Dinge zu sagen, Artyom. Aber ich möchte spüren, dass ich lebe. Ich glaube, da kann ich dir bei helfen. Krass, ich habe selten so ein freizügiges Spiel gesehen. Nun, mit euch scheint alles in Ordnung zu sein. Glückwunsch, ihr jungen Leute. Du, Artyom, kannst gehen. Während du, Anna, noch etwas bleiben musst. Wir müssen deine Wunde noch zu Ende behandeln. Gott sei Dank. Na, worauf wartest du noch? Geh! Geh, Artyom. Ich finde dich, sobald die damit fertig sind, mich zusammenzuflicken. Was ist denn da, Papa? Nichts, alles in Ordnung. Guck nur nicht hin. Wann können wir denn nach Hause? Bald. Sehr bald. Oh. Wo ist Mami? Scheiße. Wo haben Sie sie hingebracht? Mami ist bereits zu Hause. Und wir bald auch. Wer ist das? Scheiße, sind die alle infiziert? Krass. Sieht nach der achten Kiste aus. Ja, sie ist die achte. Zemetski, Juri. Verdammt. Und er hat immer gesagt, er würde uns noch alle überleben. Schon traurig, Alter. Tja, alles ist jetzt möglich. Die werden uns bestimmt auch bald wegharren. Oh, scheiße, der hustet schon Blut. Hey, irgendjemand da? Scheiße.
Oh, das Spiel ist so krass. Wenn ich mir vorstelle, dass so eine Scheiße ablaufen würde, wenn wir den dritten Weltkrieg hinter uns haben. Oh fuck, hier ist ja echt alles voll mit sterbenden Leuten. Nicht an die Handschuhe und die Maske zu erinnern. Nein, das weiß ich. Perfekt. Also, sie nehmen stündlich die Temperatur und Blutproben alle drei Stunden. Rufen Sie mich sofort. Jetzt guckt ihr diese Scheiße an. Irgendwelche Parameter vom Muster. Was soll man da machen? Die sind davongekommen und wir müssen das hier alles einpacken. Ja, und warum? Sollte man besser mit den Leichen verbrennen und fertig. Die sagen, es geht darum, die Quelle der Infektion zu finden. So ein Quatsch. Wenn du mich fragst, ist das jetzt nicht mehr möglich. Tja, die an der Spitze wissen es natürlich besser. Ja, es waren die Roten. Wir wissen das halt. Krass. Boah, das hast du krass gemacht. Die Verbreitung der Epidemie verlangsamt sich also. Sieht so aus. Aber prüfen wir mal die Sie den Überträger isolieren. Du darfst da nicht rein. Das ist eine Gefahrenzone. Es ist ein Erregerstamm des Ebola-Virus. Aber es ist nutzlos, ihn zu kultivieren. Er ist jetzt im Grunde nicht virulent. Ohne den ursprünglichen Erreger. Doktor, Sie wissen, dass ich kein Mediziner bin. Bitte erklären Sie es mir. Entschuldigung, Herr Oberst. Dies sind die Fakten. In den ersten zwei Tagen lag die Sterblichkeitsrate bei 95%. Am dritten Tag sank sie auf 25%. Heute haben wir nur zwei Neuinfektionen. Beides leichte Infekte mit guter Aussicht auf Genesung. Wissen Sie, Moskau war nie ein natürlicher Lebensraum für das Virus. Und in seiner wilden Form bleibt es viel länger gefährlich. Und was bedeutet das jetzt alles? Es ist kein normales Virus. Es ist ein waffenartiges Virus, das gezüchtet wurde, um eine maximale Sterblichkeit innerhalb einer kurzen Zeit zu erreichen und dann harmlos zu werden. Verdammt. Wo kam das Virus her? Ich habe von einer neuen Generation Biowaffen gehört, die auf diesem Virus basieren. Sie wurden vor dem Krieg entwickelt. Aber wo es jetzt, nach all diesen Jahren, herkam? Biowaff, mein Gott. Nur für den Fall. Ich habe ein paar Ranger befragen lassen. Einer davon könnte diese Überraschung aus der Vergangenheit in die Metro gebracht haben. Tja. Meint er es damit nicht? Freut mich wirklich für Sie. Aber Sie bleiben noch einen Tag, bis Ihre Erkältung besser ist. Dann lassen wir Sie zurück zu den anderen. Und warum sollte ich hier wegen einer einfachen Erkältung umsitzen? Wir stellen sicher, dass es wirklich nur eine Erkältung ist. Danach können Sie gehen. Diesen Husten habe ich schon lange. Ansonsten fühle ich mich Ваши же врачи сказали, что мы в порядке. Пропустите! Здоровых людей держит гад! Стоп! А ну, пропустили! Лошадиный Джордж! Твари, пропустите! Ну, дайте, запустите мне! Стоп! Здоровые! Ай, запустите! Вон гейч, гада! Jeden Tag, es nimmt kein Ende. Haben die gerade einen erschossen oder was? Diese Arschlöcher, könnt ihr nicht einfach bleiben, wo sie sind?